Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich habe mir vorher jetzt keine wesentlichen Eckpunkte aufgeschrieben, wie ich in die Debatte einsteigen wollte, weil ich gespannt war, wie auch die regierungstragende Fraktionen hier entsprechend auftreten, weil ich vermutet habe, dass wir die Schallplatte zum Thema Hochschulautonomie und Hochschulfreiheit in der 93. Version hier wieder vorgetischt bekommen. Und genauso ist es passiert. Ich will das mal so deutlich sagen. Das finde ich, will ich aber so deutlich sagen, wird eigentlich dem Anliegen, was wir hier heute diskutieren, nicht wirklich zwingend gerecht, weil es geht ja wirklich um ein sehr komplexes Thema. Und ich darf mich an der Stelle auch bei der Landesregierung herzlich bedanken für die Beantwortung der großen Anfrage, weil da ja doch auch immer sehr viel Arbeit mit entsprechend verbunden ist. Die entscheidende Frage, die adressiert ist und die ja in der großen Anfrage versucht worden ist, auch entsprechend herauszupräparieren, ist ja die Frage, gibt es Handlungsnotwendigkeiten im Umgang mit China bei den eingegangenen Kooperationen unterschiedlichster Art? Das ist deutlich geworden, dass die Vielzahl an Kooperationsformen sehr unterschiedlich ist. Und ich will zwei Punkte, die für mich bemerkenswert waren, vielleicht herauspräparieren und wo ich denke, dass es durchaus die Notwendigkeit gibt, hier intensiver in den Dialog entsprechend einzusteigen. Der erste Punkt betrifft die Frage der Konfuzius-Institute. Matti Bolte-Richter hat zu Recht auf die Vorgänge in Duisburg-Essen hingewiesen. Wir haben ja auch entsprechend gefragt für die nächste Ausschusssitzung, ob vor dem Hintergrund der Ereignisse in Duisburg-Essen sich möglicherweise auch die Einschätzung der Landesregierung zu den Konfuzius-Instituten entsprechend verändert hat. Und ich will vielleicht zitieren aus den gemeinsamen Leitfragen zur Hochschulkooperation, die die Hochschulrektorenkonferenz sich ja im letzten Jahr gegeben hat. Und da ist in der Fußnote 11, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, nachzulesen: Innerhalb der deutschen Hochschullandschaft bestehen beispielsweise unterschiedliche Einschätzungen hinsichtlich der Konfuzius-Institute, die seit 2006 an 19 deutschen Hochschulen angesiedelt wurden. Während einige Hochschulen keine Versuche der unbotmäßigen Einflussnahme beobachten und die Kooperationserfahrung uneingeschränkt positiv ist, haben sich andere Hochschulen dazu entschlossen, die den Instituten zugrunde liegen, Verträge auslaufen zu lassen oder zu beenden. Düsseldorf als Beispiel. Ich glaube, dass diese Frage einer generellen Klärung zugeführt werden muss, weil die Frage unstrittig ist, dass es hier entsprechende Einflussnahmen des chinesischen Staates gibt und die Debatte in Duisburg-Essen ja durchaus geeignet ist, auch den Ruf unserer Hochschulen zu beschädigen. Und deswegen meine ich, dass es durchaus wichtig ist, diese Frage mit den Hochschulen hier im Land gemeinsam zu diskutieren und zu bewerten, ob es sinnvoll ist, Konfuzius-Institute als Ahninstitute der Hochschulen und damit eben als enge Kooperationspartner der Hochschulen entsprechend zu definieren. Das ist im Endeffekt auch eine politische Frage, die wir uns auch stellen müssen und die wir mit unseren Hochschulen diskutieren müssen. Und da sehe ich uns, Frau Vogt, durchaus auch politisch in der Verantwortung, das zu tun. Die zweite Frage, die aus meiner Sicht wichtig zu diskutieren ist, ist die Frage, inwieweit es nicht doch auch bei den sehr unterschiedlichen, und das fand ich ganz spannend in der Beantwortung der großen Anfrage, wenn man sich die anschaut, bei der sehr unterschiedlichen Handhabung der Prüfung der Leitfragen, die durch die Hochschulrektorenkonferenz ja für das Eingehen von Hochschulkooperationen und gemeinsamen Initiativen auf den Weg gebracht worden ist, ob hier nicht durchaus Bedarf besteht, unterstützend tätig zu werden. Mir geht es nicht um Kontrolle, Frau Vogt, aber gerade kleinere Hochschulen sind bei der Komplexität auch der Fragestellung, so wie ich es gelesen habe, nicht immer so aufgestellt, wie zum Beispiel große Hochschulen es sind, die ja zum Teil sogar eine hauptamtliche Abbildung für die Kooperation mit China und die Einhaltung der entsprechenden Fragestellung auf den Weg gebracht haben. Hier von Seiten des Landes möglicherweise auch zu diskutieren, ob Unterstützungsnotwendigkeiten sinnvoll sind, um diese sehr komplexen Fragestellungen beratend mit unterstützen zu können, würde ich durchaus begrüßen und fände das auch eine erstrebenswerte Initiative, die auch aus diesem Hohen Haus durchaus auch angeregt werden kann. Insoweit habe ich die Beantwortung der großen Anfrage
durchaus mit Interesse gelesen und finde, dass es lohnt, da auch inhaltlich ein bisschen zu diskutieren und nicht die Schallplatte zum 33. Mal aufzurufen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.